Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im, ja, eigentlich schönen Tamriel, aber irgendwie immer, wenn es strahlender Sonnenschein ist und mitten am Tag, ist es hier in Tamriel Nacht. Ich weiß nicht, was das soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir mit Leutnant Kuruni sprechen für die nächste Quest. Ihr habt heute großartige Arbeit geleistet. Danke. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Da die Feste Morvonska nun wieder unter unserer Kontrolle steht, sollten wir den König darüber benachrichtigen, damit er weiß, dass die königlichen Grüfte sicher sind. Würdet ihr eine Depesche zur Feste Amol bringen? Der König ist zur Feste Amol gezogen? Verstärkungen aus Windhelm brachten die Kunde. Der König ist zur Feste Amol gezogen, um sich mit Würdenträgern des Pakts zu treffen. Bringt die Nachricht von unserem Sieg zur Feste. Sprecht dort mit Tane oder Wolfsschwester. Ich werde schnellstmöglich zur Feste Amol aufbrechen. Wir werden die Feste wieder aufbauen. Meine Späher melden mir, dass sich immer noch Truppen der Sturmfäuste in der Gegend befinden. Wo habt ihr die Sturmfaust-Truppen gesehen? Meine Späher melden, dass die Sturmfäuste Wiegenbruch im Südwesten befestigen. Wir dürfen sie nicht Fuß fassen lassen, sonst werden wir sie nie wieder los. Was ist Wiegenbruch? Es ist eine alte Ork-Festung, aber sie ist schon seit Jahren nicht mehr von feindlichen Streitkräften benutzt worden. Wir sollten die Sturmfäuste schnellstmöglich angreifen. Wenn wir nur die Truppen für einen solchen Einsatz hätten. Wir sind nicht in der Verfassung, sofort eine weitere Schlacht zu führen. Aber ich glaube, wir haben etwas Zeit. Es geht etwas Seltsames drüben in Wiegenbruch vor sich. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie einen Angriff oder so etwas vorhaben. Etwas Seltsames? Was meint ihr? Ungewöhnliche Geräusche. Wir hören Krachen und Stöhnen und umstürzende Bäume. Am Horizont sehen wir Rauch. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und ich kann niemanden entbehren, um die Sache zu untersuchen. Seltsam, seltsam. Okay, er hat mir mal wieder die Quest nicht reingemacht. So, mit der Tane Oda müssen wir sprechen. Ah, das ist die Feste. Da müssen wir runter. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns gleich wiedersehen. Ich werde mich jetzt erstmal dorthin aufmachen und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Warum hasst ihr uns, Nord? Euer eigener König nennt uns Verbündete, aber ihr schickt uns dennoch weg. Legt mir keine Worte in den Mund, dunkle Elfen. Ich sagte, ihr könnt die Feste Amol betreten, aber das Gasthaus ist voll. Also könnt ihr nicht bleiben. Offizielle Anlässe des Königreichs gehen schließlich vor. Das ist doch lächerlich. Und wir haben eine so lange Reise hinter uns. Wir suchen uns einen anderen Ort, an dem wir rasten können. Einen Ort, der nicht so voller Hass ist. So, du gehörst irgendwie zur Quest, nehme ich mal an. Hört zu, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört. Ich habe das schon ein Dutzend Mal erklärt. Ihr könnt die Feste Amol gern betreten, aber das Gasthaus ist voll. Wir haben keinen Platz mehr. Und die Gebäude des Jarl dürfen natürlich auch nicht betreten werden. Warum sind so viele Leute in der Feste Amol? König Jorun und die Anführer des Ebenherzpakts treffen sich hier. Zusammen haben die Gesandtschaften der Nord, der Argonier und der Dunkelelfen das Gasthaus komplett ausgebucht. Sie haben sogar Zelte auf der anderen Seite der Stadt aufgestellt. Sie müssen sich wegen irgendetwas Wichtigem treffen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich will nicht mal raten. Kommandant Ujarn könnte eine Ahnung haben. Aber das müsst ihr schon selbst aus ihm herausbekommen. Was der König auch immer will, es muss dringend sein, wenn er all die verschiedenen Anführer des Pakts so plötzlich zusammenruft. Danke für die Information. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, zwei Schlafen im Dienst haben wir jetzt bekommen. Okay. Ist aber beides die Hauptquest. Also ich würde jetzt erstmal das andere machen. Achso, warum laufe ich ihn jetzt? Ich würde jetzt erstmal das andere machen, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Doch da, sprecht mit der Tane. Das geht hier rum. Kann auch sein, dass wir das wirklich nur eben abgeben müssen. Wo ist dieser faule Skever? Ich werde ihm das Fell. Was wollt ihr? Hat euch jemand den Goldbeutel gestohlen oder so? Ich frage mich, was im Dorf vor sich geht. Was ist mit euch los? Wollt ihr etwas vom König?
Dann stellt euch in die Schlange zu den anderen Bauern. Offenbar hat sich jede Gossenratte dazu entschlossen, hierher zu kommen und zu jammern, als sie hörte, dass der König kommt. Aber dafür ist er nicht hier. Warum ist er denn hier? Der König ist mit seiner Ehrengarde und all den Offiziellen des Pakts aufgetaucht. Anscheinend haben sie etwas Wichtiges vor. Und ihr erwartet, dass ich euch einfach so sage, was es ist. Habt ihr denn immer Milch bekommen, wenn ihr als Säugling danach gejammert habt? Verschwindet, ich muss eine meiner Wachen finden. Natürlich, wäre ja auch dumm, als Mutter sowas nicht zu machen. Vermisst ihr eine Wache? Ich werde euch nicht davon abhalten können, eure Nase in diese Angelegenheit zu stecken, richtig? Gut. Todd wollte gestern Abend einen Schluck mit dem Gefolge des Prinzen nehmen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich liegt er irgendwo bewusstlos herum. Aber im Moment kann man nicht vorsichtig genug sein. Erzählt ihr mir, worum es bei dem Treffen des Königs geht, wenn ich Tod für euch finde? Ich will nur, dass alles vorbei ist. Wir sind nicht daran gewöhnt, mit so vielen unterschiedlichen Gruppen auf einem Fleck fertig zu werden. In Ordnung. Finde Tod und ich lasse vielleicht ein paar Hinweise fallen. Belassen wir es dabei. Okay. Ich muss dazu sagen, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, ich hoffe, dass ihr nichts hört. Ich habe nämlich bei mir das Fenster offen, weil bei 31 Grad und... Nein, Bea, ich kann jetzt nicht. Hau ab. Ich will nichts mit der Kriegergilde zu tun haben. Ich will erstmal den Pakt hier abgeschlossen haben. Was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, das ist jetzt wieder der andere hier. Wir haben 31 Grad und bei einer Dachgeschosswohnung ist das doch sonst und zu warm gerade. Laut unseren Kundschaftern befestigen sie auch ihre Gebiete im Osten. Seid gegrüßt, Fremde. Anscheinend habt ihr etwas für mich. Ich habe eine Depesche von der Feste Morwunska. Dann gebt sie doch einfach her. Hervorragend. Die Feste ist dank euch wieder unter unserer Kontrolle. Ihr habt euch unter unseren Soldaten einen recht guten Namen gemacht, meine Freundin. Leutnant Koroni scheint von euren Leistungen besonders beeindruckt zu sein. Hört auf damit, ihr zwei. Ihr jammert mehr als mein frisch geschlüpfter Ei, Bruder. Die gerade gelacht hat, das war geil. Wir müssen zusammenarbeiten. Ihr sagt mir nicht, was ich zu tun habe, Schuppenhaut. Ich bin der Prinz von Himmelsrand. Hört auf! Warum sind meine Hände immer kalt? Diese Art von Verhalten hat uns doch erst in diese üble Lage gebracht. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Gemeinsam! Gemeinsam, genau. Kann ich denn mit dir sprechen? Nee. Jetzt kann ich... Toll, jetzt konnte ich denen die ganze Zeit zuhören, aber ich kann nicht mit denen... Sprecht mit Lagermitgliedern. Ja, ich denke mal, dass er damit gemeint ist. Aber ich bin jetzt bei der anderen Quest, ne? Ja, dann geht hier halt die Hauptquest weiter. Die Geschichten über die Nord und ihre Metgelage sind legendär. Aber dieser Jäger hier, er ist absolut episch. Er trinkt jetzt schon 2 Tage durch. 2 Tage. Ich habe gehört, dass sich letzte Nacht eine der Wachen von der Feste Amul hier betrunken hat. Wache tot? Ihr müsst diesen betrunkenen Trottel meinen, der versucht hat, mit Jäggi mitzuhalten. Er spielte aber nicht in der gleichen Liga. Was immer er auch getrunken hat, war ein richtig übles Zeug. Es roch mehr nach nassem Kaguti als nach süßem Met. Ich glaube, es könnte was Argonisches gewesen sein. Wisst ihr, wo er hin ist? Er torkelte in Richtung des Flusses und hatte ein paar Flaschen von diesem fiesen argonischen Gebräu dabei. Wahrscheinlich ist er immer noch da unten. Ich würde wetten, er ist entweder immer noch weggetreten oder hat gerade einen schlimmen Kater. Ja, ohne was vorwegzunehmen. Sagen wir mal einfach, ich tippe auf weggetreten. Oh, da können wir auch in eine noch die Scherbe mitnehmen. Die liegt nämlich direkt in die Ecke. Und was ist das hier? Achso, das sind Flaschen. Eine leere Flasche, in der sich vormals eine übel riechende Flüssigkeit befand. Das ist garantiert das Zeug, das Tod getrunken hat. Wenn ihr den leeren Flaschen folgt, findet ihr vielleicht die vermisste Wache. So, wir nehmen aber erstmal die Himmelsscherbe. Abgesehen davon, dass wir die Wache ja jetzt schon sehen können. Kommen wir hier noch rum, ja. Aber natürlich, Nario.
Was immer du auch sagst, Nariu. Wache tot? Aufwachen! Keine Lust. Will schlafen. Das war ein richtig guter Traum. Oh, Nariu. Ich liebe dich, Nariu. Oje, oje. Okay, wir klauen einfach mal die Uniform der schlafenden Wache. Die brauchen wir nämlich noch. Da habe ich jetzt schon mal was vorweggenommen, was ich eigentlich noch gar nicht wissen durfte, aber egal. Ansonsten, glaube ich, war es immer nur so, dass man die Wache schlafen lassen kann. Dann wird einem, glaube ich, trotzdem das angezeigt und die sagen dann irgendwas, weshalb man doch die Sachen klaut. Die Gilde braucht eure Hilfe. Oh, wenn ihr immer noch nach Tort sucht, ich würde mir um ihn keine Sorgen machen. Er und der Kommandant sind zur Kaserne gegangen. Tort muss sich bestimmt gerade ganz schön was anhören. Es tut mir leid, falls wir eure Zeit verschwendet haben. Aber ich habe Tort doch gerade erst gesehen. Er hat am Fluss geschlafen. Ich bin sicher, das war eine der anderen Wachen. Es gibt eine ganze Menge von uns und wir sind bekannt dafür, uns bei der einen oder anderen Flasche Met zu entspannen. Wenn wir nicht im Dienst sind. Und niemals im Übermaß. Also ich würde mir darum wirklich keine Sorgen machen. Ich weiß, wen ich gefunden habe. Hör zu. Ich habe die beiden gerade erst gesehen. Und im Gegensatz zum Kommandanten habe ich gestern Nacht geschlafen. Nicht, dass ich euch nicht glaube, dass ihr einen betrunkenen Nord am Fluss gefunden habt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber das kann nicht Tort gewesen sein. Ich kann es beweisen. Was meint ihr? Sowohl der Kommandant als auch Tord sind in Richtung der Kaserne auf der Westseite der Stadt gegangen. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie einholen können. Danach könnt ihr losgehen, euch was zu trinken holen und euch entspannen. Scheint, als ob ihr das gebrauchen könntet. Ja, das heißt, wir müssen in die Richtung. Nein, halt. Hier. Ich sagte euch doch, dass wir geduldig sein müssen. Ihr habt es immer so eilig. Das geht mir langsam auf die Nerven. Ihr genießt diesen Körper viel zu sehr, wie mir scheint. Nun, ich würde gerne... Kann ich euch irgendwie helfen? Das Betreten der Wachkaserne der Feste Armol ist verboten. Ich hoffe also, dass ihr nicht vorhabt, da reinzugehen. Ich muss mit Kommandant Jan über eine seiner Wachen sprechen. Der Kommandant ist derzeit mit anderen Dingen beschäftigt. Als einer der Beamten, die die Koordination unserer Bemühungen in der Feste Armol unterstützen, könnte ich euch vielleicht zu Diensten sein. Wer seid ihr? Ich bin ein Adeliger und ein Berater des Jarls der Feste Armol. Mir wurde aufgetragen, dafür zu sorgen, dass es unseren geschätzten Gästen gut geht. Ich vermute, dass ihr Teil von König Jorons Wache seid, wenn ihr mit Kommandant Yjarn sprechen wollt. Nein, ich versuche, die Wache Tord zu finden. Er ist beim Kommandanten. Ah ja, Tord, natürlich. Er war sogar eben noch hier. Ihr habt ihn gerade verpasst. Wart ihr zufällig diejenige, die vorhin nach ihm gesucht hat? Yjarn erwähnte, dass jemand dieser Angelegenheit mit der Wache nachgeht. Nicht viele Leute scheren sich um Tord. Der Kommandant und ich hatten eine Vereinbarung. Nun, könnte ich euch vielleicht stattdessen helfen. Yjarn ist in letzter Zeit etwas gereizt. Vielleicht macht ihn die Anwesenheit des Königs nervös. Oder all dieser Fremden. Wer weiß. Aber er benimmt sich in letzter Zeit sonderbar. An eurer Stelle würde ich ihn im Auge behalten. Warum erzählt ihr mir das? Ihr scheint helfen zu wollen, also gebe ich euch etwas zu tun. Wenn ich mit falschen Anschuldigungen um mich werfe oder die Wache des Königs in diese Sache hineinziehe, könnte der Eindruck entstehen, die Feste Armol würde nicht mit ihren eigenen Problemen fertig. Verfolgt den Kommandanten. Findet heraus, ob meine Ängste begründet sind. Versteckt euch hinter den Felsen in der Nähe und wartet auf Yjarn. Er soll doch nicht erfahren, dass ihr ihm gefolgt seid, oder? Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo wird er jetzt hingehen? Basti, bist du noch da? Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich schleichen muss. Ich glaube, sonst bin ich immer hinter ihm hergegangen.
Bin mir gerade nicht sicher. Aber heute schleichen wir mal. Wir haben ja auch keine Begrenzung beim Schleichen. Okay, er ist jetzt abgehauen. Hat ja lange genug gedauert, Kommandant. Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand folgt. Wir müssen hier schlau vorgehen. Beleidigt meine Intelligenz nicht. Ich weiß, dass sich uns diese Gelegenheit nur einmal bietet. Außerdem sagen mir interne Informanten, dass alles gut läuft. Gut, gut. Ich habe mich meinerseits um die Dinge gekümmert. Alle Duplikate wurden in Malers Haus gestopft. Solange dort niemand herumschnüffelt, gibt es kein Problem. Okay, dann schnüffeln wir doch mal ein bisschen herum. Mit mir. Was ist das Haus? Achso, nee, ich dachte, das wäre ein Buch. Hier sind die leeren Flaschen, in denen Dahlens Gift enthalten war. Ich würde empfehlen, sie aus der Stadt zu schaffen. Jetzt, da das Elixier im Umlauf ist. Die Qualität der alchemistischen Ausbeute aus dädrischen Ruinen ist unglaublich. Illusionsmagie und Gift, beides im selben Fund. Wir erzählen jeden, dass es ein alter argonischer Brauch ist, alten argonischen Wein zu verwenden. Sogar die Argonier, die zugegeben anfangs skeptisch waren, machten früher oder später mit. Jeder will einen Grund zum Trinken, nicht wahr? Bei den acht, einer der Nord hat 8 Stück davon getrunken, bevor er in Richtung Fluss davon gestolpert ist. Wahrscheinlich ist er ersoffen. Die Elixiere wirken, allerdings wird es die Leute verwirren, wenn sie plötzlich doppelt sehen. Wir müssen uns aller Beweise entledigen. Ihr wisst, was ich meine. Ich kümmere mich um die Dinge an der Kaserne. Erstaunlich, welche Türen einen offen stehen, wenn man aussieht wie der Kommandant. Später treffe ich mich mit Maler, um die Einzelheiten zu besprechen. Dahlen hat seinen Teil erledigt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Für Fildgor. Ihr steckt eure Nase zu gern in Dinge, die euch nichts angehen, nicht wahr? Ihr kommt zu spät. Ihr werdet Fildgors Pläne niemals vereiteln. Hilfe, Leichen reden. Ich gehe hier wieder raus. So, hallo, du darfst gerne aufs Pferd aufsitzen, wenn ich dreimal drücke. Danke. Mit wem muss ich sprechen? Mit ihr. Ich fürchte, ihr habt soeben Kommandant Uyan verpasst. Schon wieder. Er war in Eile. Er scheint immer zu rennen, während jeder andere hier nur schlendert. Uyan ist tot. Der Mann, den ihr gesehen habt, war ein Betrüger. Habt ihr mit Tane Yegi und den Soldaten getrunken? Nein, Uyans Leiche liegt in Malers Haus, zusammen mit Maler und, nun ja, Maler und noch einigen anderen. Was? Und das alles in Malers Haus? Ihr müsst verstehen, wie merkwürdig das klingt. Ihr wollt mir also sagen, dass der Kommandant, mit dem ich eben gesprochen habe, eigentlich tot ist? Und es gibt noch mehr Leichen? Einschließlich zweier toter Malers? Fildgors Spione haben die Feste Amol infiltriert. Nach dieser Geschichte bin ich wohl diejenige, die erstmal einen Schluck zu trinken braucht. Nun, danke für die Informationen. Ich werde diesen Anschuldigungen so rasch wie möglich nachgehen. Aber ihr werdet da nicht so schnell locker lassen, hm? Nun, sagen wir mal, ich glaube euch. Sagen wir, es gibt Agenten der Sturmfäuste, die sich als Bewohner der Feste Amol ausgeben. Selbst wenn das alles wahr ist, können wir keine Panik aufkommen lassen. Die Anführer des Pakts sind hier um kühnes Willen. Ihr wollt also, dass ich die Leute sterben lasse? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich will nur nicht, dass ihr herumlauft und alle aufschreckt. Insbesondere jetzt, wo die Gesandtschaften des Pakts gerade hier sind. Denkt doch nur daran, wie zerbrechlich unsere Allianz jetzt schon ist. Ihr solltet mit Fürst Wurlop sprechen. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Was soll ein Gespräch mit Fürst Wurlop schon bringen? Er ist der Berater des Jarls. Er hat seine Finger in allem, was hier vor sich geht. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Lasst nichts aus. Wurlop ist schlau. Wenn das, was ihr da sagt, wahr ist,
Und bei Kühne hoffe ich, dass es das nicht ist. Wird er wissen, was zu tun ist, ohne gleich eine Panik auszulösen? Wo kann ich Fürst Wurlob finden? Ihr findet Fürst Wurlob wahrscheinlich im Gasthaus. Wie die meisten Nord genießt er sein Met. Und ich glaube, Adlige werden besonders durstig, wenn der König in der Stadt ist. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ihr müsst das mal aus meinem Blickwinkel betrachten. Eine Fremde kommt an und stellt wüste Behauptungen über Spione, Betrüger und Mörder auf. Woher weiß ich, dass ihr nicht zu diesen Verrätern von den Sturmfäusten gehört und nur Unruhe stiften wollt? Schaut euch Malers Haus an. Das wird meine Geschichte bestätigen. Ihr seid wirklich hartnäckig, das muss man euch lassen. Schaut, ich sehe mir das Haus an, sobald ich kann. Sprecht in der Zwischenzeit mit Fürst Wurlob. Bei Shores Knochen. Wenn es wirklich Spione in der Feste Amol gibt, dann wird der Fürst wissen, was zu tun ist. Ja, Basti, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das immer soll, dass du diese Kunststückchen hier neben mir verbringst, aber es sieht doch immer wieder lustig aus. Ja, wir dürfen wieder nicht sehen, wo wir hin müssen, weil wir wieder in die falsche Geschichte reingezogen werden. So, Stolz eines Prinzen, das ist hinter uns. Dann reiten wir doch auch dahin, wobei auf der Seite sind wir schneller. Muss man hier hoch, glaube ich, ne? Ja, eigentlich ja. Das ist aber schön, dass ich falsch gelaufen will, weil hier ist noch ein Buch. Hier sind noch zwei Bücher. So. Ist da auch noch eins? Nee. War die Jagd also erfolgreich? Habt ihr herausgefunden, welche Abscheulichkeit unser lieber Kommandant Ian plant? Verrat und Mord, um mit etwas anzufangen. Was? Nein. Ich hätte nie gedacht. Ich glaube, ihr sagt mir lieber, was geschehen ist, meine Freundin. Und fangt am Anfang an. Sturmfaustspione. Sie haben Ian ausgetauscht und Leute getötet. Auch Dunkelelfen. Senkt eure Stimme. Das kann nicht sein. Wie konnten Filkos Soldaten unbemerkt in die Feste gelangen? Habt ihr irgendwem davon erzählt? Nur Wache Holenor oder so. Sie wird der Sache nachgehen. Ich muss ein paar Worte mit Lönor wechseln. Die Implikationen für den Pakt sind schrecklich. Dunkelelfen und Nord sind gestorben. Wenn das herauskommt, werden Schuldzuweisungen in Gewalt umschlagen. Insbesondere in Anbetracht von Prinz Irnskars Temperament. Wie kann ich helfen? Geht zum Lager der Nord und sprecht mit Tane Harwald. Er ist ehrenhaft und klug. Ich bin sicher, er wird wollen, dass wir die Sache unter Verschluss halten. Er verfügt schließlich über gesunden Menschenverstand. Wenn jemand weiß, wie wir mit diesem Problem umgehen sollten, dann ist es Tane Harwald. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ist das nicht der gewesen, der am Tisch gestanden hat? Kann ich hier natürlich wieder nicht reiten. Machen wir uns auf den Weg. Genau, da müssen wir hin. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist zumindest einer am Tisch gewesen. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Ah, lasst mich in Ruhe. Die Nord brauchen die Hilfe der schwächlichen Argonia und der feigen Dunkelelfen nicht. Wir können diesen Krieg auch allein gewinnen. Euer Onkel Prinz Irnskar muss es wie die Wölfe. Doch nicht du. Prinz Irnskar muss. Hallo? Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr müsst euch bei den Gesandten entschuldigen. Und sie wieder an den Tisch bekommen, bevor diese Kluft noch wächst. Von mir aus kann der Pakt zerbrechen und... Der Prinz und sein Temperament. Er hat sich entschieden, ein eigenes Treffen abzuhalten, während der König und die Gesandten des Pakts sich in der Festung treffen. Er hat sowohl die Dunkelelfen als auch die Argonier mit seinem Gehabe und seiner Überheblichkeit beleidigt. Fürst Wurlob hat mich hergeschickt, um eine dringende Angelegenheit mit euch zu besprechen. Diskret. Ihr könnt frei sprechen. Tane Oda ist ebenso vertrauenswürdig wie ich. Aber ihr müsst wissen, dass ich schon mehr als genug Ärger habe und keine weiteren schlechten Nachrichten brauche. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, herauszufinden, wie man den Prinzen beruhigt und die Gesandten des Pakts zu einer Rückkehr zum Treffen bewegt.
Filgors Spione haben die Feste Amol infiltriert und eine Handvoll Nord- und Dunkelelfen getötet. Und das ist nicht das, was ich hören wollte. Der Prinz muss davon natürlich erfahren. So wie die Gesandten der Argonier und der Dunkelelfen. Sie müssen in der Lage sein, sich zu schützen. Fürst Wurlob möchte nicht, dass der Prinz davon erfährt. Ich darf von meinem Prinzen keine Geheimnisse haben, ganz gleich, wie hitzköpfig er auch sein mag. Ich werde ihn über den Ernst der Lage aufklären. Doch ich bezweifle, dass die Argonier und die Dunkelelfen zuhören werden. Sie waren sehr wütend, als sie in ihre Lager zurückmarschiert sind. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht könnt ihr ja sagen, dass König Juron euch schickt. Auch wenn sie dem Prinzen nicht sofort vergeben und zurückkehren, hören sie euch doch vielleicht zu. Sie müssen wissen, dass sie den Pakt und ihre Gesellschaft wertschätzen. Tut, was immer nötig ist, damit sie glücklich sind. Was hat der Prinz getan, dass die Argonier und die Dunkelelfen so verärgert sind? Was er halt immer tut. Er hat seinen Mund aufgemacht und Worte herausfallen lassen. Er hat viele schreckliche Dinge gesagt und sie damit verscheucht. Und alles, worum ihn sein Vater gebeten hat, war, die Truppenbewegungen und die Schlachtpläne zu koordinieren, solange der Kriegsrat tagt. So, müssen wir hin? Ich brauche noch was zu hier trinken. Hier drüben, Initianten. Hier. Warum bitte hält man eine Versammlung an so einem kalten Ort ab? Ihr wollt unseren Respekt? Dann kommt nach Gramfeste und speist wie richtige Adlige. Zerrt uns nicht auf einen verdammten Zeltausflug. König Jorun möchte, dass ihr zum Treffen des Prinzen zurückkehrt. Ich habe kein Problem mit König Jorun, aber sein Sohn ist ein Schwachkopf. Er glaubt, die Nord wären allen anderen überlegen. Und er besitzt auch noch die Dreistigkeit, unsere Herren Almalexia zu beleidigen. Wollen wir mal sehen, wie gut sich die Nord ohne unsere Hilfe gegen die Sturmfäuste schlagen. Es muss doch etwas geben, wie ich euch überzeugen kann. Lasst mich überlegen. Nein, mir fällt da nichts ein. Die Dunmer werden niemandem helfen, der weder Respekt noch Dankbarkeit zeigt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich versuche nicht, der Kälte zu erlegen. Ihr könnt gerne mit meiner Dienerin Naryu sprechen, wenn ihr noch etwas braucht. Mit seiner Dienerin Naryu. Wieso kann ich jetzt immer noch mit ihm sprechen? Ach so, weil wir die ja noch mal überreden müssen. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Ja, dann soll sie warten. Hallo? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Katzen uns so sehr mögen. Weil wir so schön sind und so gut riechen. König Jorun möchte, dass ihr zu Prinz Irnsgars Treffen zurückkehrt. Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr? Und warum erbittet sich König Jorun irgendwelche Hilfe von uns? Der Prinz hat sehr deutlich gemacht, wie wenig er von mir und meinen Eigeschwistern hält. Ich begreife nicht, warum wir die Reise hierher überhaupt auf uns genommen haben. Es muss doch einen Weg geben, wie ich euch überzeugen kann, zum Prinzen zurückzukehren. Der Prinz schert sich nicht um uns. Er hat sich geweigert, meinesgleichen in Dunkelwasserübergang irgendwelche Hilfe zu schicken. Jetzt streifen Trolle durch die Stadt und nur der Hist weiß, was meinen Leuten zugestoßen ist. Ich biete euch das Gleiche an, was der Prinz mir angeboten hat. Nichts. Es wäre für König Jorun und nicht für Prinz Irnsgar. König Jorun ist ein guter Mann. Stark und weise. Angeblich hasst er Katzen. Er hat meinen Leuten Zuflucht gewährt, als sie vor den Sturmfäusten und ihren orkischen Verbündeten geflohen sind. Aber das ändert nichts an der derzeitigen Lage. Und Prinz Irnsgar ist und bleibt ein Gualecker. Ich werde euren Leuten helfen, wenn ihr dafür zu Prinz Irnsgars Treffen zurückkehrt. Es ist zu spät, um Dunkelwasser zu helfen. Aber unsere Ehre lässt sich noch retten. Dann lasst uns eine Abmachung treffen. Wenn ihr dem großen Troll, den wir Tod im Winter nennen, den Kopf abschlagt und ihn zu mir bringt, werde ich in Betracht ziehen, zu Irnsgars Treffen zurückzukehren. Für den König. Na gut, dann machen wir das doch.
Die Frage ist jetzt, wo befindet der sich? Sprecht mit den Gesandten des Dunkelelfen. Tötet den Troll. Würde ich sagen, markieren wir das jetzt erstmal. Das müsste hier gewesen sein, ne? Und dann rechts, meine ich. Ja, komm, das nehmen wir noch kurz mit. Und dann geht's weiter. So, blöd nur, wenn man immer wieder überall anhalten muss. Frage ist jetzt auch, haben wir da einen Weg? Ja, wir haben einen Weg rein, perfekt. Dann müssen wir dem ja im Endeffekt nur folgen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade noch jemanden schreien hören da hinten. Da sind sie am Kämpfen. Ich weiß, dass ich zwischendurch immer mal wieder ein paar Sachen sehe. Nee, das wollte ich gar nicht. Der steht ja wahrscheinlich tot im Winter dann drüber. Irgendwo hier ist ein Troll. Also Trolle sind ganz viele da, aber wer von euch ist tot im Winter? Tot im Winter, das bist du. So, abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt muss ich aber mal eben die Markierung noch wegnehmen, weil sonst sehe ich ja nichts mehr. Dann kehren wir mal eben zurück. Kann man das eigentlich abkürzen, wenn wir jetzt hier durchreiten? Theoretischerweise ja. Praktischerweise kommen... Ah ja, doch. Wir können aber trotzdem abkürzen. Zumindest bis zur Brücke. Dann machen wir das doch auch. Wenn sich meine Karte jetzt wieder umschwenken würde, genau. Die Gilde braucht eure Hilfe. Ja, 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 ja. Dir sollte ich den Kopf bringen. Oh, was ist das für ein Geruch? Wie ekelhaft. Hier ist der Kopf von Tod im Winter. Meine Leute kamen zur Feste Amul aus dem Westen. Aber dieses Dorf war nicht groß genug, um sie aufzunehmen. Sie siedelten sich in Dunkelwasserübergang an. Dann kamen die Trolle. Ihr habt getan, was der arrogante Prinz nicht tun wollte. Vielen Dank. Nachdem Tod im Winter fort ist, können die Überlebenden vielleicht zurück ins Dorf. Vielleicht. Das sollen sie entscheiden. Aber wenigstens haben sie die Wahl. Ihr beweist Ehre, so wie König Jorun. Ich werde zum Treffen des Prinzen zurückkehren und mir anhören, was er zu sagen hat. So viel habt ihr euch verdient. Vielen Dank. So, sprecht mit den Gesandten des Dunkelelfen. Dem haben wir doch schon gesprochen. Ah ja, genau, da war jetzt die Nebenquest, die wir dazu noch bekommen. Oh, womit kann ich euch helfen? Vielleicht soll ich euer Kissen aufschütteln oder vielleicht soll ich euer Essen kleinschneiden? Wartet, ich kenne euch. Aus der Schan. Sagt nichts. Keiner darf wissen, wer oder was ich bin. Warum seid ihr wie eine Dienerin gekleidet? Ich dachte, ihr wärt eine Agentin der... Psst, das muss doch niemand wissen. Varun hat mir meinen ersten Einzelkontrakt gegeben. Es ist ein ganz besonderer Auftrag. Das Ziel ist hier irgendwo, aber ich habe noch nicht ausmachen können, wo genau. Also trage ich eine Verkleidung. Dieser Fummel ist zwar nicht meine erste Wahl gewesen, aber er funktioniert. Könnt ihr mir helfen? Ich versuche, Gels davon zu überzeugen, für den Prinzen zu arbeiten. Gels ist ein Schwachkopf und der Prinz ist... Nun, er ist ein königlicher Schwachkopf. Diese beiden zusammenzubringen, könnte bei jedem Problem, das ihr hier habt, mehr Schaden als Nutzen. Aber da ihr so nett fragt, helfe ich euch. Vielleicht bringt es mich sogar meinem Ziel näher. Was kann ich tun? Ich kann recht überzeugend wirken, wenn es sein muss. Insbesondere in diesem Aufzug. Der Jarl schließt einige seiner besten Weine in der Kaserne weg.
Schnappt euch ein paar Flaschen für mich. Aber seid bloß vorsichtig da drin. Die Wachen mögen keine Besucher. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich hineinkomme? Ihr wisst schon, ein kleiner Rat unter Freunden. Obwohl ich so einen Augenschmaus nur ungern verhüllt sehe, werdet ihr eine Verkleidung brauchen. Eine Wachuniform. Ich habe einen dieser Hohlköpfe vor gar nicht allzu langer Zeit im Fluss planschen sehen. Falls er noch dort ist, könntet ihr euch vielleicht seine Rüstung ausborgen. Ja, und dann soll ich nochmal das Gleiche fragen? Für eine Freundin tue ich alles. Eine der Wachen hasst Katzen. Vorhin habe ich eine Katze in das Gebäude hineinlaufen sehen. Die Wache hat sie eine Stunde lang gejagt. Bringt eine Katze mit. Sie könnte sich noch als nützlich erweisen. Ich habe ein paar gesehen, die den Argoniern nachlaufen. Versucht es dort drüben. Ich habe da auch eben schon eine Katze gesehen. Ich finde das cool. Jetzt kann ich eins der Miezenkätzchen mitnehmen. Lasst mich in Ruhe. Ich will eine Katze haben. Komm her, meine Süße. Komm, du wirst mir noch Wann dankbar haben die sein, Hauträuber Honda geholt? Schon vor Wochen? Monaten? Jahren? Vor kurzem, würde ich sagen. Aber ich bin jetzt auch gerade noch neu bei der Geschichte. So, Moment. Ich soll jetzt noch hier diese Verkleidung anziehen. Das war das hier, ne? So. Theoretischerweise. Ich weiß aber nicht, ob da ein Fackelträger drin ist. Nicht noch eine Katze. Ich hasse Katzen. Von denen kriege ich üblen Juckreiz. Ach so, genau. Da könnte man normalerweise die Verkleidung noch mitnehmen. Jetzt bin ich mir allerdings gerade nicht sicher, ist der Typ jetzt abgehauen? Nicht noch eine Katze. Ich hasse Katzen. Von denen kriege ich üblen Juckreiz. Nimm den Wein. Eieiei. Okay. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. So. Und den. Was in kühnes Namen war das denn? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, er darf mich aber sehen, oder? Ich dachte gerade, da wäre eine Flasche drauf, deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Was in kühnes Namen war das denn? Oh, lala. So. Ich habe keine Ahnung, was das war. Nein. Und raus sind wir wieder. So. Naju. Welche Richtung? Moment. Wo sind wir denn jetzt? Da. Nach rechts müssen wir reiten. Okay. Beziehungsweise hier noch nach oben und dann nach rechts. Ei. Wenn man dauernd auf die Karte guckt, dann weiß man am Ende gar nicht mehr, wo man eigentlich hinreitet. Man sollte weniger auf die Karte gucken. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Ach, irgendwann schmeiße ich die mal hier so über die Kante oder sowas. Ich weiß es nicht. Naju. Wusstet ihr, was dieser Sevit mich holen ließ, während ihr weg wart? Essen aus dem anderen Zelt, als ob es ihn töten würde, wenn er sich mal ein paar Meter bewegt. Aber ich habe das Essen geholt und habe eine besondere Beere hinzugefügt. Sein Magen wird sie zu schätzen wissen. Hier ist der Wein, den ihr haben wolltet. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Verlässlichkeit ist eine lobenswerte Eigenschaft. Das wird lecker. Vielleicht wird es dann auch erträglicher, Befehle von diesem bellenden Hund dort drüben anzunehmen. Und es sollte gerade reichen, um den Auftrag zu schaffen. Welchen Auftrag? Damit es Gels schön gemütlich hat. Dann überzeuge ich ihn davon, dass er gerade Gift getrunken hat. Zum Glück habe ich das Gegenmittel. Natürlich. Er wird tun, was auch immer ich verlange, um es zu bekommen. Das sollte höchst unterhaltsam werden. So wollt ihr ihn überzeugen, zum Treffen zurückzukehren? Natürlich. Wie habt ihr denn gedacht, dass ich ihn überzeugen würde? Jetzt tut mir einen Gefallen und bleibt hier draußen stets auf der Hut.
Ich habe schon genug Schatten und fieses Grinsen gesehen, um zu wissen, dass in der Feste Amul irgendetwas faul ist. Aber deshalb bin ich hier, nicht wahr? Ja, dann sprechen wir mal mit der Tane. Ich fühle mich nicht so gut. Dem Tane. Entschuldigung. Ich habe gehört, dass ihr hart gearbeitet habt. Ein mächtiger Troll für die Argonier? Wirklich? Das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe die Dunkelelfen und die Argonier überzeugt, zum Treffen des Prinzen zurückzukehren. Und ich habe mit Prinz Irnskar gesprochen. Er gibt zu, dass er vielleicht etwas zu arrogant gewesen ist. Insbesondere nachdem ich ihm erzählt habe, was ihr entdeckt habt. Vielleicht können wir jetzt wieder zum Geschäftlichen kommen, anstatt einander mit Beleidigungen zu überschütten. Ja, aber da diese Folge doch wahnsinnig lang geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.